So, dann ist jetzt vereinbart worden, dass wir weitermachen. Punkt 6 aufrufen. Erste Lesung, Gesetzentwurf Fraktion der CDU, Bündnis 90 Die Grünen, 6 Gesetze zur Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuchs 2023/16 gemeinsam mit dem Tagesordnungspunkt 42, erste Lesung, dringlicher Gesetzentwurf Fraktion Die Linke, Hessisches Gesetz zur Sicherung einer fachgerechten Praxisanleitung im Rahmen der Ausbildung von Fachkräften und so weiter, 2024/35. Redezeit 5 Minuten. Beginnt die Frau Kollegin Ravensburg, CDU-Fraktion. Bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich hatte es vorhin schon gesagt, dass heute ein guter Tag ist für die hessischen Kindertagesstätten. Denn gemeinsam mit der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen bringen wir heute das 6. Änderungsgesetz des HKJGBs ein, um die bereits angekündigten Qualitätsverbesserungen für die Kindertagesstätten in Hessen dort zu verankern. Mit unserem Kita-Stärkungspaket starten wir eine Qualitätsoffensive in den Kindertagesstätten und, das ist mir wichtig zu betonen, auch in der Tagespflege. Wir unterstützen die Kommunen bei ihrer Verantwortung für die Kinderbetreuung. Aus den Mitteln des Gute-Kita-Gesetzes, wir haben uns schon darüber ausgetauscht, setzen wir zwei große Wünsche um, die in der Praxis unseren Kitas auch besonders am Herzen liegen. Im § 25c wird nämlich verankert, dass der Mindestpersonalbedarf erhöht wird für die Leitungsfreistellung in Höhe von 20%. Und es wird verankert, die Anhebung der Ausfallzeiten wegen Erkrankung oder auch Fortbildung und Urlaub von 15% jetzt auf 22%. Und das ist mir auch besonders wichtig zu betonen. Wir sorgen schon jetzt dafür, dass dieses Geld eben langfristig für die Qualität zur Verfügung steht, auch eben, wenn sich der Bund in 3 Jahren aus der Verantwortung zieht. Die Gelder sind bereits verankert hier in diesem Gesetz. Aus dem Starke Heimat-Gesetz unterstützen wir die Kommunen durch die Erhöhung der Grundpauschalen um 40%. Und wir schaffen eine neue Förderkategorie für die Betreuung von 45 Stunden und länger. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Diese längere Betreuungszeit, diese Förderkategorie gilt auch für Kinder mit einer Behinderung. Zudem steigen auch die Pauschalen für die Querpunkt-Kitas und für die Integrationsplätze zur gemeinsamen Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung. Wichtig ist uns, und das sagte ich eben gerade, dass auch die Tagespflege einbezogen ist. Auch hier werden die Pauschalen erhöht, denn die Tagespflege ist eine ganz wertvolle Ergänzung, oft auch Alternative in der Kinderbetreuung. Sie ist flexibel, sie ermöglicht eine ganz besonders zugewandte und individuelle Betreuung und verdient deshalb unsere Unterstützung. Meine Damen und Herren, lieber Herr Rock, Sie haben völlig recht. Ein Mehr Zeit fürs Kind kann es nur dann geben, wenn wir auch ein Mehr an Personal haben. Schließlich ist es der guten Arbeit tausender Erzieherinnen und Erziehern hier in Hessen zu verdanken, dass unsere Kinder ihre Kinder in den Kindertagesstätten so gut betreut wissen. Denn die Qualitätssteigerung in den Kitas und auch in der Tagespflege hängt nicht allein von höheren finanziellen Mitteln ab. Sie kann nur dann wirksam werden, wenn der Fachkräftebedarf auch gedeckt wird. Darüber sind wir uns einig. Und gerade deshalb umrahmt unser Gesetz die hessische Fachkraftoffensive, die wir auf den Weg bringen werden. Wir planen eine große Imagekampagne und werden weitere Gruppen, ich habe es vorhin schon einmal gesagt, für den Erzieherberuf gewinnen. Durch die praxisintegrierte vergütete Ausbildung wird der Beruf auch z.B. für die Quereinsteiger attraktiv.
Und so werden wir ab Sommer 200 zusätzliche dualisierte vergütete Plätze fördern. Und wir werden, liebe Frau Böhm, Praxisanleiter hierfür zur Verfügung stellen, um die Auszubildenden auch in den Kitas zu begleiten. Zum Gesetzentwurf der LINKEN, der plötzlich auf den Tisch flatterte, kann ich leider aus Zeitgründen, wir haben nur 5 Minuten, jetzt nicht Stellung nehmen. Aber wir werden uns damit im Ausschuss auseinandersetzen. Vielmehr will ich betonen, Herr Rudolph, dass die Geschäftsführer haben die 5 Minuten vereinbart, also auch Sie. Vielmehr will ich deshalb noch einmal betonen, dass mit unserem Kita-Stärkungspaket wir die Eltern unterstützen, die Kommunen, die Kita-Träger und natürlich die Erzieherinnen und Erzieher, sowohl die Tagespflegepersonen. Ich stelle fest, Schwarz-Grün sorgt dafür, dass heute ein guter Tag für die Bildung und Betreuung unserer Kleinsten in Hessen ist. Vielen Dank, Frau Kollegin Ravensburg. Das Wort hat die Frau Abg. Böhm, Fraktion DIE LINKE. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Besucherinnen! Zumindest in einem Punkt bin ich mit Frau Ravensburg auch heute einig. Ich denke, es gibt einiges zu loben an diesem Gesetzentwurf, den auch Schwarz-Grün vorgelegt hat. Da ist nicht alles schlecht da drin. Das kann ich schon einmal sagen. Das ist schon einmal eine erfreuliche Nachricht. Wir haben ja heute 2 Gesetzentwürfe, wo es um die Qualität geht. Na ja, es gibt durchaus ab und mal die gute Sachen. Wenn Sie das machen, was wir vorher gefordert haben, kann ich ja nicht sagen, hinterher ist, war schlecht. Ne? Also, Leute. Na ja, alles. Herr Klose, alles würden wir jetzt auch nicht fordern, weil wir wollen eine gute Kindertagesbetreuung in Hessen haben. Und dazu gibt es noch ziemlich viel Luft nach oben, auch wenn Sie einiges jetzt gut machen wollen, dass Sie endlich die Ausfallzeiten erhöhen, dass Sie endlich die Leitungsfreistellung im Gesetz festschreiben und dass Sie auch ein paar andere Dinge tun und auch die Betriebskostenförderung erhöhen, auch wenn es noch lange nicht ausreichend ist und auch wenn es immer noch viel zu gering bleibt. Aber es ist immerhin schon einmal gewisse kleine Schritte. Und es ist ja auch kein Problem. Sie haben ja auch Geld vom Bund bekommen, 413 Millionen €. Was kann man da eigentlich falsch machen? Ne? Aber leider kann man doch einiges falsch machen, weil Sie haben ja nicht nur bei der Finanzierung, ich denke, das Thema haben wir vorhin ausführlich erörtert, sondern auch bei den inhaltlichen Punkten nicht das gemacht, was unbedingt notwendig ist. Und natürlich, was Sie gemacht haben, und ich denke, das muss ich jetzt doch noch einmal wiederholen, Sie haben natürlich, Sie stecken vorwiegend das Geld der Kommunen in dieses Gesetz hinein. Aber dann gibt es eine Leerstelle, Frau Ravensburg ist schon darauf eingegangen, im Gesetz steht es nicht drin, dass es eine ausgesprochene Praxisanleitung gibt. Und das war auch der Grund, warum wir hier auch recht kurzfristig, wobei Ihr Gesetz ist übrigens auch eine Eilausfertigung, obwohl er schon lange, lange in der Röhre steckt, dieser Gesetzentwurf, dass wir aber kurzfristig, wie wir gesehen haben, diese Leerstelle ist deutlich offen, einen eigenen Gesetzentwurf eingebracht haben. Und dabei geht es eben hier um diese Praxisanleitung. Wir haben ja bei den Erzieher und Erzieherinnen in der Ausbildung, wenn sie sich bewerben, in der schulischen Ausbildung eine ganz gute Situation, noch eine relativ gute Situation, sage ich mal, wenn man nur auf die Zahl der Schülerinnen und Schüler schaut. Das ändert sich aber schlagartig, wenn man die Übergänge nach der Schule in die Berufsausbildung anschaut. Eine Studie der Weiterbildungsinitiative Frühpädagogik kam zum Ergebnis, dass jede 4. ausgebildete Fachkraft innerhalb der ersten 5 Jahre den Beruf und die Kita wieder verlässt und sich anderweitig orientiert. Und da muss ja mal deutlich zeigen, dass da was falsch läuft in den Kitas, sonst würden die nicht alle wieder wegrennen.
Also, es reicht nicht, die Fachkräfte zu gewinnen. Wir müssen sie halten. Und neben vielem anderen, wir wissen, die Qualitäts- und die Aufwertung der Berufe ist ja noch ein Thema, was uns insgesamt noch beschäftigen wird, die ganze Frage der Qualität in der Arbeit. Und die Aufwertung der Berufe ist dringend notwendig. Aber wir brauchen eben hier auch eine vernünftige und gute Praxiseinleitung, die erforderlich ist, um hier um die Fachkräfte weiterzubinden. Auch hier gerade mit der neuen dualen Ausbildung, mit der praxisintegrierten Ausbildung, kommen die Schülerinnen und Schüler ja viel früher in die Kita, sind am ersten Tag ihrer Ausbildung schon dort. Da ist es notwendig, dass sie jemanden an die Seite gestellt bekommen, der ihnen auch hilft, in diesem Berufsfeld gut zurechtzukommen. Und ich denke auch an diejenigen, und die wollen wir ja auch wieder gewinnen. Wir wollen ja die Qualität in den Kitas erhöhen, um auch Leute wieder zu gewinnen, zurückzukommen nach einer längeren Pause, vielleicht wo sie etwas anderes gemacht haben, wieder in die Kitas zurückzuholen. Auch die brauchen eine Unterstützung. Und ich denke, dass wäre es wirklich notwendig gewesen, dass Sie die Impulse aus der Praxis und aus den Fachkräften tatsächlich aufnehmen. Aber leider haben Sie sie mal wieder ignoriert. Wir wollen erreichen, dass die Kolleginnen und Kollegen, die die Praxisanleitung haben, dafür tatsächlich die notwendige Zeit haben, ohne dass es zulasten der Gruppenarbeit geht. Wir wollen, dass sie qualifiziert werden, gerade diese anleitenden Kollegen, und dass sie auch entsprechende Werkzeuge an der Hand haben, um ihre Anleitung auch gut zu machen. Und wir wollen, und das ist auch eine ganz wichtige Frage des Haltens von älteren Fachkräften, wir wollen die Fachleute, die schon lange in den Kitas sind und vielleicht nicht mehr täglich nur noch im Gruppendienst sein wollen, eben hier auch eine besondere Funktion geben, um die Fachkräftebedarf und auch um die Fachkräftehaltung besser zu organisieren. Und ich denke, alle, die gut in einer Kita aufgenommen sind und auch diese Arbeit gut in die Arbeit gut rein können, bleiben auch eher in dem Beruf. Und ich finde, dieser relativ schmale finanzielle Betrag, den wir uns jetzt vorstellen, ist im Rahmen der Möglichkeiten doch ohne weiteres realisierbar. Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Ja, das überhole ich jetzt doch noch einmal, ohne dass es zulasten der Kommunen geht. Und ich freue mich auf die Diskussion. Und vielleicht können Sie ja doch einige Punkte auch aus unseren Anregungen mit aufnehmen. Danke schön. Vielen Dank, Frau Kollegin Böhm. Das Wort hat die Frau Abg. Anders, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen! Mit dem neuen Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetz, das wir heute einbringen, setzen wir neue Maßstäbe für die Qualität in hessischer Kinderbetreuung. Wir nennen das nicht nur Gute-Kita-Gesetz. Nein, mit diesem Gesetz machen wir auch Gute-Kita in Hessen. Die Kita ist ein wichtiger Lebensmittelpunkt von Kindern, und deshalb ist es auch umso wichtiger, dass den Kindern dort ein optimales Umfeld geboten wird, geborgen aufzuwachsen und dass sie auch bei ihrer Entwicklung unterstützt werden. Das geht natürlich nur mit genügend Personal, und deswegen erhöhen wir den Fachkraft-Kind-Schlüssel. Denn mehr Personal bedeutet mehr Zeit für individuelle Betreuung, für Förderung, also mehr Zeit fürs Kind. Das ist genau die Qualität, die wir in Hessen wollen. Und Qualität zeigt sich auch darin, wie Kitas sich den aktuellen Herausforderungen stellen können. Und deshalb ist es unabdingbar, dass Leitungen endlich Zeit für ihre Leitungsaufgabe bekommen. Elternberatung, Personalentwicklung, Netzwerkarbeit im Stadtteil, das ist essentiell, und das geht nicht einmal nebenbei. Wir kommen dem Wunsch der Kita-Leitungen in Hessen nach und schreiben es im Gesetz fest, und vor allem finanzieren wir es auch. Qualität kostet, und wir lassen die Kommunen damit nicht alleine. Rund 1 Milliarde € stehen den Kommunen vom Land zur Verfügung. Das ist so viel Geld wie noch nie. Das zeigt, dass wir verlässliche Partner der Kommunen sind.
Und deswegen erhöhen wir die Grundpauschalen um 40% für die Kindertagespflege, für die Ü3-Betreuung, für die Horte. Und das bedeutet eine deutliche Entlastung der kommunalen Haushalte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir stehen an der Seite der Kommunen, und wir handeln verantwortlich. Und wir erhöhen auch die Schwerpunktpauschalen Kitas mit um 22%. Kitas mit dem Schwerpunkt Sprachförderung können nun ihre Programme besser umsetzen. Die Pauschalen für Kitas mit besonders langen Öffnungszeiten werden erhöht, damit wir den Bedarfen der Eltern gerecht werden können. Und die dritte Pauschale, und die ist mir sehr besonders wichtig, ist die, und das kann ich, glaube ich, für die schwarz-grüne Koalition sagen, dass uns die gemeinsame Betreuung und die gemeinsame Förderung von behinderten und nicht behinderten Kindern in einer Kita ganz besonders wichtig sind. Und deswegen erlauben Sie mir einen kurzen Exkurs zu den Haushaltsanträgen der AfD. Da hat es mich schon erschreckt, was man da lesen muss. Streichung der Mittel zur präventiven sozialpädagogischen Förderung, Streichung der Mittel zur inklusiven Beschulung und die Streichung der Förderung von kranken Kindern. Ich finde, das zeigt sehr deutlich, welch Geisteskind Sie sind und dass Sie die Schwächsten unserer Gesellschaft ausgrenzen wollen. Wir lassen diese Familien nicht alleine. Sie machen dagegen Politik auf Kosten von wehrlosen Schutzbedürftigen, das ist äußerst schäbig. Vielleicht besucht Ihre Fraktion mal Hadamar, da können Sie nämlich sehen, was genau so ein Gedankengut am Ende bewirkt. Genau. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich fasse zum Schluss zusammen. Das neue Gesetz schreibt einen neuen Fachkraft-Kind-Schlüssel fest, der mehr Zeit fürs Kind bedeutet. Und er würdigt die Aufgabe von Kita-Leitungen und finanziert deren Freistellung. Und es entlastet die kommunalen Haushalte, weil die Pauschalen deutlich erhöht werden. Die schwarz-grüne Landesregierung investiert mit rund 1 Milliarde € so viel wie noch nie in die hessischen Kitas. Sie investiert damit in die Kinder Hessens und vor allem in die Zukunft Hessens. Und im Gegensatz zur Bundesfamilienministerin machen wir das langfristig und verlässlich. Das ist ein großartiges Signal an alle Träger da draußen, an alle Familien und an alle Erzieherinnen in Hessen. Herzlichen Dank. Danke, Frau Anders. Für die FDP hat sich Ihr Fraktionsvorsitzender, Herr Rock, zu Wort gemeldet. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! In 5 Minuten ist es schwierig, dieses Gesetz ausreichend zu würdigen, aber ich möchte einen Versuch starten. Vielleicht vorweg, der Gesetzentwurf, der von der Fraktion der LINKEN eingebracht worden ist, greift ein wichtiges Thema auf, das immer wieder auch zur Sprache kommt, wenn man mit den Fachleuten vor Ort spricht. Also die Ausbildung wird immer stärker auch in die Einrichtung verlagert. Dort muss mehr Zeit aufgewendet werden. Diese Zeit findet sich aber in keinem Fachkraftschlüssel wieder. Und von daher ist es sinnvoll, das festzuschreiben. Bei der ersten Durchsicht des Gesetzentwurfs, der war jetzt ein bisschen kurzfristig, war es für mich noch nicht ganz klar, ob die Regelungsart tatsächlich optimal ist. Aber das werden wir sicherlich in der Anhörung ja von den Fachleuten gesagt bekommen. Von daher ist das ein wichtiger Aspekt, der sich dort niederschlägt, der sicherlich von uns auch gewürdigt wird. Die Frage, die sich jetzt für mich stellt, soll ich diesen Gesetzentwurf der Koalition sehr kritisch angehen? Soll ich ihn positiv sehen? Ich glaube, wenn wir die Debatte über die Inhalte und die Herausforderungen der Kinderbetreuung und die Qualität in Hessen sieht, ist es ein Schritt in die richtige Richtung. Das lässt sich aus meiner Sicht so sagen. Es ist aber ein etwas verzagter Schritt, und Sie bleiben hinter dem zurück, was Sie selbst in der Koalitionsvereinbarung öffentlich gemacht haben, was ich sehr schade finde. Wenn Sie den Gesetzentwurf lesen, dann sehen Sie an dieser Stelle, dass
auch verausgabte Mittel 98 Millionen € vorgesehen sind für diesen Gesetzentwurf und dass Einnahmen von 112 Millionen € durch das Gute-Kita-Gesetz entgegenstehen. Also Sie verausgaben nicht einmal das Geld, was Ihnen aus der Bundesebene kommt, sondern Sie bleiben unter den 112 Millionen € bei der Verausgabung, die Sie vorgesehen haben, selbst in Ihrem Gesetzentwurf. Und Sie haben in Ihrer Koalitionsvereinbarung versprochen, das haben Sie öffentlich gemacht, den Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land versprochen, dass Sie auf jeden Euro Bundesgeld auch 1 Euro Landesgeld drauflegen. Und ich habe es zumindest so verstanden, dass das originäres Landesgeld ist. Also müssten eigentlich für die Weiterentwicklung der Kita-Landschaft in unserem Land mindestens mal 200 Millionen, gut 200 Millionen, fast 250 Millionen € zur Verfügung stehen. Das haben Sie natürlich wieder nicht gemacht. Und da bin ich mal gespannt auf die Interpretation des Koalitionsvertrages durch den Minister, weil da bleiben Sie unter den Versprechungen, die Sie den Bürgern gegeben haben, weit zurück. Was Sie dort sozusagen gesetzlich regeln, ist in unserem Sinne. Es ist Teil eines Gesetzentwurfs, den die Freien Demokraten hier selbst eingebracht haben und von daher nicht zu kritisieren. Aber die Vorschläge, die nicht in dem Gesetz stehen, und es stehen natürlich keine Veränderungen des Fachkraftschlüssels in diesem Gesetz, und es steht natürlich also keine Verkleinerung der Gruppen, es steht keine Verbesserung der Qualitätspauschale, es stehen keine pädagogischen Vorbereitungszeiten, die ja den Unterschied machen zwischen Betreuung und Pädagogik natürlich. Und es steht natürlich nichts zum Übergang von der Kita zur Grundschule in diesem Gesetzentwurf. Wichtige Leerstellen, die wir schließen müssen, um die Qualität in den Kindertagesstätten wirklich sicherzustellen. Wir als Freie Demokraten haben in einem Gesetzentwurf Ihnen einmal präsentiert, was das kosten würde. Was das eigentlich kosten würde, wenn wir einen Schlüssel zugrunde legen und eine Qualität zugrunde legen in unseren Kitas, die Bertelsmann fordert und die in vielen Bereichen im europäischen Ausland Standard ist. Das erfordert mehr Investitionen, die Qualität von 750 Millionen €. Das kann man natürlich nicht in einem Jahr stemmen, aber man muss sich schon mit deutlichen Schritten auf den richtigen Weg machen. Und es erfordert nicht nur Geld, sondern es erfordert natürlich über 10.000 zusätzliche Erzieherinnen und Erzieher, um diese Fachkraftschlüssel überhaupt umsetzen zu können. Es zeigt, es ist ein Prozess, es ist ein Weg. Ihr Gesetzentwurf ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, aber es ist deutlich weniger, als ich mir erhofft habe. Von daher noch einmal mein Hinweis. Immer wird über das Geld geredet und nicht über die Kinder. Überlegen Sie, was es für die Kinder bedeutet. Und wenn wir schon über Geld reden, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf macht den Staat unfassbar reich. Dass beide Elternteile arbeiten gehen und beide in die Sozialversicherungssysteme einbezahlen, beide Einkommenssteuer bezahlen, dass es für die Frauen kein Gap gibt, sondern dass sie weiter in einem höheren beruflichen Bereich arbeiten können und gutes Geld verdienen und viele Steuern bezahlen. All das ist eine unfassbare Geldquelle für den Staat. Aber es ist so, dass die staatliche Ebene, die Kommune, rund 15% dieser Mehreinnahmen hat und die Länder und der Bund 85% von Mehreinnahmen haben durch die Verteilung der Einkommenssteuer. Das bedeutet, Herr Rock, kommen Sie bitte zum Schluss. Ja, das bedeutet, die Kommune hat 60-70% der Leistung zu erbringen, hat 15% des Vorteils. Andere beteiligen sich im überschaubaren Maße an den Leistungen, haben aber 85% des Vorteils. Lasst uns an die Kinder denken, lasst das Geld zusammenkratzen, um gute frühkindliche Bildung zu finanzieren. Das ist unser Wunsch. Das ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Vielen Dank. Danke, Herr Rock. Für die AfD-Fraktion spricht nun Frau Papst-Nippel. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vertreter des Landes Hessen haben im vergangenen November den Vertrag des Gute-Kita-Gesetzes unterzeichnet. Kita-Betreuung muss sich zwingend an den Bedürfnissen der Kinder und Eltern ausrichten, und dafür muss Geld da sein. Dieses Gesetz soll die Qualität in Kinderbetreuungseinrichtungen in etlichen Handlungsbereichen verbessern. In Hessen sind Maßnahmen im Bereich Fachkraft, Kindschlüssel und Stärkung der Leitung umzusetzen. Es ist begrüßenswert, dass hier die in der Realität aufgetretenen Probleme im Bereich der Ausfallzeiten angegangen werden. Diese Ausfallzeiten werden von 15 auf 22% des Mindestpersonalbedarfs erhöht
und für die wichtigen Leitungsaufgaben wird nun ein fester Zeitanteil von 20% festgeschrieben, ebenfalls bezogen auf den Mindestpersonalbedarf. Allerdings muss hier deutlich gemacht werden, dass wieder nur auf die vom Hessischen Städte- und Gemeindebund 2019 benannten Probleme reagiert wird. In seiner Stellungnahme beschreibt er, dass in vielen Einrichtungen Notfallpläne erstellt werden müssen. Bei Personalmangel, wie z.B. durch Krankheit, werden die Leistungen eingeschränkt oder Gruppen geschlossen. Das zeigt ganz klar, dass die Belastungsgrenzen erreicht bzw. überschritten werden und dass mit der neuen Regelung nur die Mangelsituation ausgebessert, aber noch keine Qualitätsverbesserung erreicht werden kann. Aktuelle Zahlen im Ländermonitor zeigen, dass wir weit entfernt sind von einem guten Betreuungsschlüssel. Und wenn Sie für alle Kinder Plätze schaffen wollen, dann setzen Sie den Bedarf gleich 100%. Des Weiteren sollen mit dem neuen Gesetz Grundpauschalen erhöht werden. Dabei werden neue Förderkategorien für Kinder, die 45 Wochenstunden und mehr in der Einrichtung verbringen, das Gleiche auch noch für Kinder mit Behinderungen gezahlt. Meine Damen und Herren, 45 Stunden, Wochenstunden und mehr Fremdbetreuung sind gerade für die frühkindliche Entwicklung vielleicht nicht pauschal, aber doch aus psychologischer Sicht mindestens ein Wagnis. Kinderpsychologen und Therapeuten schlagen immer mehr Alarm, und trotzdem steht im Gesetzentwurf auch wieder ganz oben qualitativ hochwertige frühkindliche Bildung. Nein, bei unvermeidbarer früher Krippenbetreuung muss hier ein optimales Betreuungsverhältnis von 2 bis allerhöchstens 3, besser 2 Kindern pro Betreuer gegeben sein. Und ganz wichtig, die Beziehungsfähigkeit des Personals muss eine optimale Bindungserfahrung der Kinder ermöglichen. Nur darauf kann gelingende Bildungsförderung später überhaupt aufbauen. Ich wiederhole mich hier noch einmal. Stattdessen kommen auf die Erzieher immer neue und teils schwierige Aufgaben zu. Der Antrag der Fraktion der LINKEN käme hier noch on top. Die Inklusion, die Integration und allgemein Sprachprobleme, für die z.B. auch Fortbildungen zum Sprachscreening gemacht werden, werden auch vom Hessischen Städte- und Gemeindebund benannt. Es ist mehr als richtig, dass hier das Konnexitätsprinzip erfüllt und Pauschalen erhöht werden. Aber auch hier werden nur bestehende Probleme hoffentlich ausgeglichen. In einer Kita-Befragung, WIF, das steht für Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte des Deutschen Jugendinstitutes, das wiederum das entsprechende Bundesministerium berät, wurde angegeben, dass 25% der befragten Einrichtungen bereits Personal ohne gewünschte Qualifikation eingestellt haben. 16% der Neuzugänge müssen nachqualifiziert werden. So können durch die Millionenbeträge von Bund, Land und kommunalem Geld keine Qualitätssteigerungen hervorgerufen werden. Hier, meine Damen und Herren, wird nicht ver-, sondern ausgebessert. Der Betreuungsschlüssel ist und bleibt das Kernproblem von guter Betreuungsqualität bei Fremdbetreuung von Kindern. In allererster Linie sind wir echte Verbesserungen den Kindern, aber auch den Eltern, die auf Fremdbetreuung angewiesen sind, und natürlich dem Personal schuldig. Ich wiederhole mich. Aus Sicht der AfD muss hier grundlegend über das zwingend notwendige Angebot der Kinderbetreuung geredet werden. Die Beliebtheit des Elterngeldes zeigt hier eine Richtung auf. Vielen Dank. Danke, Frau Papst-Dippel. Für die SPD-Fraktion spricht nun Lisa Gnadl. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ja, Frau Ravensburg hat das eben schon gesagt. Es ist ein guter Tag für Hessen. Ich kann dem nur anfügen, dank der Bundesregierung ist das ein guter Tag für Hessen. Ja, ich finde, es ist gut, dass ein sozialdemokratischer Impuls aus dem Bundesfamilienministerium am Ende dazu geführt hat, dass sich auch diese hessische Landesregierung Gedanken darüber macht, wie man die Qualität in der Kinderbetreuung in Hessen hier verbessert. Und
Ich freue mich, dass das Gute-Kita-Gesetz von Bundesfamilienministerin Giffey nun auch in Hessen einen wichtigen Beitrag zur Chancengleichheit bereits im frühkindlichen Alter setzt. Denn das, was im Gute-Kita-Rahmenvertrag zwischen Bund und Land jetzt unterzeichnet wurde im vergangenen Jahr, das wird ja jetzt mit dem Gesetzentwurf, den wir heute beraten, in Landesrecht verankert. Und durch das Gute-Kita-Gesetz fließen in den kommenden Jahren, ich möchte es noch einmal deutlich machen, 412 Millionen € hier nach Hessen. Und ich finde es durchweg positiv, auch was entsprechend hier vereinbart wurde. Die Verbesserung des Fachkraft-Kind-Schlüssels, die Stärkung der Kita-Leitung, all das, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind aus unserer Sicht dringend notwendige Verbesserungen, die den Kindern zugutekommen und die am Ende auch zu einer Entlastung der Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas führen. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, Hessen könnte schon wesentlich weiter sein, wenn in der vergangenen Legislaturperiode der Gesetzentwurf, den die SPD-Landtagsfraktion hier in den Hessischen Landtag eingebracht hat, nicht von Seiten Schwarz-Grün abgelehnt worden wäre. Darin hatten wir bereits einen besseren Betreuungsschlüssel und mehr Puffer für Leitungsaufgaben, aber auch für Vor- und Nachbereitung, Elterngespräche und weitere sogenannte mittelbare pädagogische Arbeit für Weiterbildung, Urlaub und Krankheitszeiten vorgesehen. Und das, was wir damals gefordert haben, das, was wir mit einem eigenständigen Gesetzentwurf hier im Landtag eingebracht haben, und so viel gehört eben zur Wahrheit am heutigen Tag auch, haben Schwarz-Grün in der vergangenen Legislaturperiode abgeschmettert und abgelehnt. Und etwa zeitgleich, als CDU und GRÜNE das hier im Hessischen Landtag abgelehnt haben, diese Qualitätsverbesserungen, hat die SPD im Bund dafür gesorgt, dass die Bundesförderung für die Weiterentwicklung von Qualität und Teilhabe in den Kitas in den Koalitionsvertrag festgeschrieben wurde. So viel gehört eben auch zur Wahrheit. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich finde, das, was jetzt noch als weiterer Gesetzentwurf auch eingebracht wurde seitens der Fraktion der LINKEN, ist ein weiter wichtiger Punkt. Mehr Zeit für Praxisanleitungen im Rahmen der Erzieherinnenausbildung. Und ich finde, das ist vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass viele Berufseinsteigerinnen eben auch in der Kita in den ersten 5 Jahren die Kita wieder verlassen, besonders notwendig, sich auch um diesen Punkt Gedanken zu machen und darauf auch eine entsprechende Antwort zu geben. Deswegen freue ich mich auf die Beratung auch zu diesem Gesetzentwurf. Meine sehr verehrten Damen und Herren, so positiv wie die Förderung durch das Gute-Kita-Gesetz anzusehen ist, weil es eben die Qualitätsentwicklung in der Kinderbetreuung in Hessen vorantreibt und eben auch Schwarz-Grün dazu zwingt, sich damit auseinanderzusetzen, so negativ muss man die Kofinanzierung des Landesanteils in Hessen bewerten. Und da kommen wir auf den Punkt, über den wir heute Morgen schon diskutiert haben, noch einmal zurück. Denn der Landesanteil wird eben gerade mit kommunalem Geld finanziert. Das ist Geld, das Sie den Städten und Gemeinden vorenthalten haben, weil die entfallende Gewerbesteuerumlage direkt in den Landeshaushalt abgezweigt wurde. Und daraus finanzieren Sie jetzt den Anteil des Landes Hessen. Das ist also kommunales Geld, und das ist und bleibt einfach dreist. Lassen Sie mich noch einmal zu einem letzten Punkt kommen, die Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher. Nur aber ganz wenn knapp, wir, Frau ja, ich komme zu meinem letzten Satz. Nur wenn wir mehr Qualität erreichen wollen, dann brauchen wir mehr Personal. Das schaffen wir nur, wenn wir auch stärker in die Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher investieren, wenn wir diese attraktiver machen und wenn es endlich auch eine entsprechende Ausbildungsvergütung gibt. Und diesen Haushaltsantrag, meine sehr verehrten Damen und Herren von Schwarz-Grün, auch diesen haben Sie im Rahmen dieser Haushaltsberatung abgelehnt. Wir könnten in Hessen viel weiter sein. Wir setzen uns weiterhin dafür ein. Und ich hoffe, dass wir
da auch noch weitere Diskussionen im Rahmen dieser Debatte führen werden und auch zu weiteren Entscheidungen. Herzlichen Dank. Danke, Frau Gnadl. Für die Landesregierung spricht Staatsminister Klose. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will jetzt nicht in Vergangenheitsbewältigung einsteigen, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, festzustellen, was wir heute machen. Was wir heute machen, ist, wir sorgen dafür, dass die Situation der Kinder in diesem Land besser wird. Wir sorgen dafür, dass alle Kinder mit den gleichen Chancen aufwachsen können, ganz unabhängig davon, wo sie herkommen oder wie viel ihre Eltern verdienen, weil wir Kinderbetreuung zuvorderst von den Kindern her denken. Und deshalb sind ihre Bedürfnisse, deshalb ist ihr Aufwachsen für uns so wichtig. Wir wollen ein qualitativ gutes und ein ausreichendes Betreuungsangebot, damit Kinder die gleichen Startchancen haben und damit Eltern, Familie und Beruf gut miteinander verbinden können. Und deshalb freue ich mich wirklich sehr, dass wir heute mit diesem 6. Änderungsgesetz zum Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch einen weiteren wesentlichen Baustein für noch mehr Qualität in den hessischen Kitas auf den Weg bringen und so die jährlichen Mittel für die Kinderbetreuung in Hessen erstmals auf über 1 Milliarde € im Jahr steigen. Und wissen Sie, ich sage unumwunden, ja, das gute Kita-Gesetz des Bundes war eine gute Idee. Es hat gute Impulse, hat wichtige Impulse auch in die Länder gesetzt. Da breche ich mir überhaupt keinen ab, Frau Gnadl. Und ich glaube, das macht auch eine Argumentation durchaus glaubwürdiger, wenn man nicht nur immer sagt, die guten Sachen kommen vom Bund und alles, was doof ist, kommt vom Land. Nein, an dieser Stelle hat der Bund einen guten Impuls gesetzt. Wir haben ihn aufgegriffen. Aber wie es dann im Land eben umgesetzt wird, das ist Sache des Landes. Und das haben wir miteinander ausverhandelt. Das haben wir auch mit den Kommunen ausverhandelt. Und dann kommt es darauf an, wie man das auch verstetigt. Und da ist der entscheidende Punkt. Gerade wenn man es mit der Qualität in der frühkindlichen Bildung ernst meint, dann kann man doch nicht ein Steinchen für 3 Jahre ins Wasser werfen. Jeder weiß, dass Qualitätssteigerung entscheidend davon abhängt, mehr qualifiziertes Personal in die Kitas zu bringen. Und der Bund garantiert diese nötigen 413 Millionen € halt nur bis 2022. Und was machen wir dann? Sollen die Kommunen das Personal, was sie dann zwischendurch dafür eingestellt haben, dann wieder entlassen? Natürlich nicht. Und deshalb ist es so außergewöhnlich, dass hier eine Landesregierung schon jetzt garantiert, dass wir diese Qualitätsstandards bis 2025 durchfinanzieren. Das macht nach meiner Kenntnis kein einziges anderes Land. Und so sorgen wir in Hessen dafür, dass Kommunen, dass Eltern und vor allem die Kinder auch die nötige Planungssicherheit haben. Was machen wir konkret zur Steigerung der Qualität in den Kitas? Erstens. Wir erhöhen den Personalmindestbedarf, indem wir die Ausfallzeiten für Fortbildung, für Urlaub, für Krankheit in Zukunft mit 22 statt wie bisher mit 15% berücksichtigen. Zweitens. Wir stärken die Kita-Leitung durch den festen Zeitanteil von 20% des Mindestpersonalbedarfs. Und auch so bleibt mehr Zeit für jedes einzelne Kind. Und nebenbei, beides verbessert auch die Arbeitsbedingungen in den Kitas und trägt dazu bei, Fachkräfte zu halten und neue zu gewinnen. Wir investieren drittens in eine eigene Fachkräfteoffensive, um die dualisierte und vergütete Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern auszuweiten. Und wir erhöhen viertens die Förderpauschalen für Kitas, um deren Vielfalt zu stärken und die Kommunen zu entlasten. Wie machen wir das? Zum einen erfüllen wir den Wunsch, den die Kommunen viele Jahre schon an uns herangetragen haben, die Grundpauschale für jedes betreute Kind zu erhöhen und auch die Betreuung für Betreuungszeiten von 45 Stunden und mehr zu erhöhen. Und zum anderen, wir steigern die Zuschüsse für Kitas mit Kindern mit Behinderungen und mit besonders vielen Kindern aus nicht deutschsprachigen oder einkommensschwachen Familien. Und zu all dem
kommen noch die 92 Millionen € für das neue Landesinvestitionsprogramm für Kitas hinzu, die wir heute früh ausgiebig diskutiert haben. Auch da füllen wir eine weitere Lücke, die der Bund lässt. Herr Klose, ich weise auf die Redezeit hin. Yes, Herr Präsident, vielen Dank. Ich komme gleich zum Schluss. Dieser Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen sorgt dafür, dass weiter massiv in Kinderbetreuung investiert wird, damit alle Kinder die besten Chancen zur Teilhabe an Gesellschaft haben und Eltern, Familie und Beruf gut miteinander vereinbaren können. Ich freue mich durchaus auf die Anhörung. Besonders freue ich mich aber dann darauf, dass dieses Gesetz endlich in Hessen umgesetzt werden kann. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsminister. Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Rudolph zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich nehme die Freude aus der CDU entgegen. Herr Wagner, wir lassen Ihnen und den GRÜNEN das grundsätzlich nicht mehr durchgehen, wenn Sie hier weiter Ihre Ammenmärchen erzählen. Sie und Ihre Fraktion, ich habe Sie als Fraktionsvorsitzender angesprochen, sind auch generell für alles verantwortlich. Meine Damen und Herren, so einfach ist das. Kann ich Sie beruhigen? Kann ich Sie beruhigen? Umgekehrt auch. Sie haben auch Ihre Sprecherin, der Minister, eben wieder gesagt, gute Kita-Gesetz geht nicht weiter. Das habe ich vorhin schon einmal gesagt. Am 11.07.2019 hat das Bundeskabinett SPD und CDU, wir stehen übrigens zu dieser Bundesregierung und den gemeinsamen Verabredungen von CDU und SPD, übrigens die Bundesregierung ist besser als ihr Ruf, aber wenn man natürlich wie die CDU beklatscht, wenn die GRÜNEN sie kritisieren, wird das auch nichts, aber es ist eine andere Baustelle, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bundeskabinett beschlossen, das gute Kita-Gesetz geht weiter. Und das ist eine wichtige Voraussetzung, weil das wird eine Daueraufgabe bleiben. Erstens, also nehmen Sie das endlich auch intellektuell mal zur Kenntnis. Zweitens, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Zahlen waren noch nie so hoch. Ja, natürlich, die Ausgaben auf der kommunalen Seite für die Kinderbetreuung waren ebenfalls noch nie so hoch wie heute, weil nämlich die Rahmenbedingungen sich verändert haben. Wenn ich an Personalstandards gehe, mehr Erzieherinnen und Erzieher, wenn die Krippeninanspruchnahme sich deutlich erhöht in einem Maße, wie es damals mit den 35% angenommen wurde, bei Weitem überfüllt wird, dann steigen auch die Ausgaben auf der kommunalen Seite, und dann müssen auch die Einnahmen für die Kommunen steigen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist doch die logische Konsequenz. Und deswegen ist das eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, ja, wo Bund und Land in der Tat die kommunale Ebene mit unterstützen müssen. Das, was zurzeit in den Haushaltsberatungen abgeht bzw. in den Kommunalparlamenten, das kann man nur wissen, wenn man sich damit einmal auseinandersetzt, ist, dass die Betriebskosten nach oben durch die Decke stürzen. Und die Folge ist auch, dass auf der kommunalen Seite dann an der Gebührenschraube im anderen Bereich gedreht wird. Und deswegen, ja, der Ansatz, dass Bildung kostenfrei sein muss, ist einen, den verfolgen wir weiter. Aber das kann nicht die Kommune einzeln vor Ort entscheiden. Und deswegen können Sie sich für die reine Zahl allein nicht loben, weil es nicht stimmt, und dann machen Sie doch den ganz billigen Taschenspielertricks, Geld anderer Leute nehmen und ausgeben und als eigene Leistung verkaufen. Wir haben es erkannt. Die kommunale Ebene hat es erkannt. Sie haben schon bei der Hessenkasse getrickst. Sie tricksen bei dem sogenannten starke Heimatgesetz. Beim Tricksen sind Sie stark. Was wir wollen, ist, dass die Kommunen den Bereich der frühkindlichen Bildung so ausfüllen können, dass er pädagogischen Ansprüchen genügt. Und hören Sie auf mit dieser Selbsttudelei. Der Bund tut etwas. Er kann nach unserer Auffassung wegen mir auch noch mehr tun. Aber diejenigen, die den größten Nachholbedarf haben, sind Sie im Lande Hessen, Schwarz-Grün. Vielen Dank. Danke, Herr Rudolph. Für die AfD-Fraktion hat sich Herr Scholz zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr geehrte Frau Schmidt, ich weise hier noch einmal, und ich sage es hier eindeutig, wer war das noch einmal? Frau Schmidt, anders, Entschuldigung. Ich bitte vielmals um Verzeihung. So, dann dürfte ich jetzt vielleicht einmal zu Wort kommen. Ich möchte noch einmal sagen, Sie haben sich hier in einer Art und Weise gegen die AfD-Fraktion gewendet, die eigentlich
Ja, ich hätte mehr von Ihnen erwartet. Wir weisen hier diese Angriffe eindeutig zurück. Sie beziehen sich hier auf unsere beiden Änderungsanträge, die sich einmal auf die Förderung von Förderschulen und einmal auf das Finanzvolumen für die Inklusion bezieht. Genau, ganz genau. Hier sagen wir eindeutig, und wenn Sie gelesen hätten, was in der Begründung dazu steht, dann wäre das hier schon ein ganz anderes Thema gewesen. Sie haben überlesen, dass wir eindeutig eine begründete Inklusion in Regelschulen befürworten. Aber das ist ja nicht der Fall. Das ist ja nicht der Fall. Ich habe es selbst erlebt an den Schulen, dass hier die Lehrer, die Förderschullehrer überhaupt nicht vorhanden sind, dass viele drei oder vier Schulen betreuen müssen und dass die Kinder hier gerade mal nicht ihr Recht bekommen, wirklich optimal gefördert zu werden. Nein, ist nicht der Fall. Förderschulen haben die besseren sächlichen Voraussetzungen, sie haben die ausgebildeten Fachkräfte. Und deshalb sind wir der Meinung, dass wir gerade die Förderschulen, die Sie ja in der Landesregierung in den letzten 10 Jahren ja abgeschafft haben, zum größten Teil, es waren 10 oder 11 Förderschulen, die geschlossen worden sind, und das wollen wir wieder rückgängig machen. So, und Inklusion ist gescheitert, und wir wissen, dass es niemandem gerecht wird. Aus diesem Grund, kranke Kinder wollen wir auf gar keinen Fall benachteiligen. Das haben wir auch explizit so gesagt, dass wir kranke Kinder nicht aus diesen Sparmaßnahmen oder aus diesen Fördermaßnahmen herausnehmen wollen. Ganz klar. Wie gesagt, ich bitte darum, unsere Anträge noch einmal richtig zu lesen, die Begründung zu lesen. Und dann sieht man nämlich auch die Kausalität, wie wir hier mit diesen Geldern umgegangen sind. Und ja, Sie können gerne noch auch mal im Ausschuss dazu Stellung nehmen. Dankeschön. Vielen Dank. Wir sind am Ende der ersten Lesung dieser beiden Gesetzentwürfe angelangt und überweisen beide zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den SIA. So, meine Damen und Herren, wir sind am Beginn der Mittagspause angelangt. Ich zeige mich jetzt mal ganz großzügig. Wir haben 2 Stunden vereinbart. Also treffen wir uns wieder um 15:35 Uhr.